أشهد أن محمد رسول الله القاهر فوق عباده القاهر لهم على ما أراد der Bezwinger über sie über ihnen und zwar so wie er will على ما أراد so wie er wollte الفعال لما يشاء Der das tut, was immer er will. Subhanallah. Subhanallah. Das soll uns auch dazu motivieren, dass wir umso flehender und umso mehr zu Allah gekehrt Dua machen und von ihm die Erfüllung unserer Dua ersehnen und erwarten. Ne? Weil ganz viel unserer Energie, und ich weiß, ne, dann wird klar immer gesagt, dass ja, aber man muss sich ja auch selber anstrengen. Ja, auf jeden Fall. Ja, allein wenn wir das Leben des Propheten zusammen sehen, das war nur Anstrengung. Ja, das war nicht Füße auf dem Tisch und ausruhen und warten bis Allah, weil er macht ja eh, ne? Deswegen ruhen wir uns jetzt mal aus. Das stimmt. Aber die Bemühung dieser Menschen war vor allem ausgerichtet auf Allah und auf sein Wohlgefallen. Und unsere Bemühungen und unsere Energie ist nicht immer so ganz klar ausgerichtet, wenn wir ganz ehrlich mal zu uns sind, sondern ist vermischt. Ja, und im schlimmsten Falle sogar vielleicht ganz woanders ausgerichtet, möge Allah uns allen vergeben. Ja, wenn wir hier so klar und deutlich sehen, dass ja stimmt, Moment, was mache ich da eigentlich? Gutes kommt von Allah. Wenn ich ein Geschenk will, wenn ich irgendeine Besserung will, dann muss ich ihn bitten. Nur er kann mir das geben. Und ich muss vor allem streben danach, dass ich ihm wohlgefalle. Subhanallah, möge Allah uns vergeben. Wa huwa subhanahu, hier, wo die Maus ist, وهو سبحانه القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء und er preis sei ihm ist der starke der mächtige den nichts يعجز ohne Macht machen kann يعجزه bedeutet jemanden unfähig machen nichts kann ihn unfähig machen لا يعجزه شيء nichts und nix und ja irgendetwas kann ihn Allah unfähig machen, Allahu Akbar, وَلَا يَغْلِبُهُ شَيْءٍ und nichts überkommt ihn. Hier ist die Maus, könnt ihr die nicht sehen? So, wenn ich scrolle, dann ist die Zeile jetzt ganz oben. Da. Okay? وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ Okay, gut, dass du Bescheid sagst. Hier müsste ich jetzt sein. Hier, nicht müsste ich, hier bin ich. Inshallah. Al-Jabbar, genau, hier bin ich. La yaglibuhu shay, nichts überkommt ihn. Wa la ya'zubu anhu shay, und nichts ist ihm verborgen. Ya'zubu bedeutet versteckt sein, verborgen sein, so dass man es nicht sieht. Nichts ist so weit weg oder so tief vergraben, dass es vor Allah verborgen wäre. Nichts. Weder in unseren Herzen, noch in der Erde, noch in den Galaxien, nichts ist vor Allah verborgen, al-qadiru ala kulli shay, der Mächtige über alle Dinge, al-maliku li kulli shay, der Besitzer über alle Dinge, Herrscher über alle Dinge, al-muhitu bi kulli shay, der alles muhit umfasst. Ja, muhit, ahata yuhitu, etwas umfassen. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi. Ja, wie in Ayatul Kursi. Sie umfassen nichts von seinem Wissen. Ja, al-muhit, der umfasst. Ja, der alle Dinge umfasst. Allahu Akbar. Al-alimu bi kulli shay, der Wissende über alles, also er weiß über alles Bescheid. Alladhi yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid, derjenige, der tut, was er will und befiehlt oder auch urteilt, beides geht hier, was er will. Yasha und yurid, yasha ist einen Wunsch oder Willen haben und arada yuridu Absicht haben. Aber auch Willen haben. Es ist beides sehr nah. Ja, ist eigentlich fast gleich. Genau. Lima Yurid. Hijabuhu Nur, sein Hijab, sein Schleier, ja, ist das Licht. Nicht Schleier, wie wir Frauen jetzt auf dem Kopf tragen, ne? Hijab bedeutet ja wörtlich Trennung. Ja? Trennung, was zwischen dir und etwas anderem ist. Wie ein Schleier, wie eine Wand. Ja? Also das, was ne, vor ihm quasi ist, ist selber schon Licht. Allahu Akbar. لو كشفه لحرقت لأحرقت سبحات وجهه منتهى
إليه بصره من خلقه. الله أكبر. Sein Hijab ist Licht. Wenn er ihn heben würde, dann würde es verbrennen mit dem Glanz. Sabahat. Sabahat heißt so Glanz, Lichter, Nur. Heißt selber auch Nur. Dann würde verbrennen der Glanz oder das Licht seines Angesichts, das, wo sein Blick hinreicht von seiner Schöpfung. Mantaha ilayhi basaruhu. Wo Ende findet sein Blick? Basaruhu, Allahs Blick. Min khalqihi, von seiner Schöpfung. Also alles, was von dem Blick Allahs, also alles letztendlich, ja, Allah sieht ja alles, subhanallah, würde von diesem Licht erfasst und würde verbrennen. Wir sind nicht dafür geschaffen, hier in dieser Dunya sind wir nicht dafür geschaffen, dass wir Allah schauen können. Das ist ein Geschenk, was den Paradiesbewohnern gemacht werden wird. Aber in dieser Dunya sind wir einfach nicht, ja, kraftvoll genug, um das zu bestehen. La tarahu al-uyun, ihn können die Augen nicht sehen. Nicht sehen ihn die Augen. La tarahu al-uyun, wa la tukhalituhu al-dhanun. Und nicht mischen sich mit ihm die Gedanken. Die wann, wann dhanun, die Meinungen. Dass man sagt, ich glaube so und so, oder ich kann mir so vorstellen. Nee, ja, egal was für ein Gedanken oder Vorstellung du hast über Allah, ja, das mischt sich nirgendwo mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala wirklich ist. Ja, Allahu Akbar. Da gibt es keine Verwechslung, da gibt es keine Annäherung in dem Sinne. Ja, wir können uns das nicht vorstellen. وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ, und nicht können ihn beschreiben die Beschreiber, كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِهِ, so wie es angemessen wäre für die Majestät seines Angesichts. Ja, für die Glorie seines Angesichts, وَعَظِيمَ سُلْطَانِهِ, und der Großartigkeit seiner Autorität, seiner Macht, seiner Sultan, seiner Autorität, ja, seiner Herrschaft, vielleicht ganz frei übersetzt. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und der Allsehende. Allahu Akbar. وَلَيْسَ أَعْلَى الشَّانِ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ